Hallo zusammen, Johannes Oerding hier. Einen wunderschönen guten Tag. Hans Kirsch von Blind Guardian hier. Moin Moin, was geht ab? Hier ist Felix Jehn. Ja Olli, wir haben 23 Künstler interviewt. Innerhalb eines Jahres sind durch Deutschland gereist. Unter anderem waren wir auch bei Heino. Ja. Bist du eigentlich Heino-Fan? Nein. Ich war nie Heino-Fan. Wie viele andere wahrscheinlich auch nicht. Aber nachdem wir bei ihm waren, hat sich mein Bild schon verändert. Was mich ja überrascht hat bei ihm, oder vielleicht nicht überrascht, aber was ich echt interessant fand, der ist ja völlig angstfrei. Das ist ja schon noch ein bisschen anders, auch als bei vielen jüngeren Künstlern, war mein Eindruck zumindest. Ne? Genau, finde ich auch. Aber jemand wie Judith Holofernes zum Beispiel, mit der wir ja auch gesprochen haben, die hat ja gewissermaßen eine ähnliche Ansicht, obwohl sie komplett anders auch ist. Sie sagt ja von sich, dass sie sich von dem Erfolg jetzt ein Stück weit befreien will, ihr Ding auch machen möchte, genau wie Heino. Aber sie hat natürlich das Problem, sie muss ihre Musiker finanzieren, sie muss ihre Miete finanzieren, sie hat eine Familie. Bei Judith Holofernes fällt es eben auf, weil es nicht in das Schema von jüngeren Künstlern passt. Also Felix Jähn und Finn Kliemann, das waren zwei Jüngere in unserem Portfolio, wenn du so willst, und die waren auch relativ entspannt, wahrscheinlich auch, weil die gewissermaßen auch, mal, zumindest Finn Kliemann, hatten große Kontrolle auch über das, was er tut. Die Kerze noch warm, aber die Füße sind kalt. Und Felix Jähn, gut, der hat dann wieder seine besonderen Themen, aber eins ist halt, dass er von seinen Fans immer wieder gespiegelt bekommt, dass er am besten alle zwei Wochen einen neuen Song rausbringt. Ja. Was ich sehr spannend fand, unter welchem Druck die jungen Leute eben auch stehen. Wo dann halt ein Peter Maffay sagt, irgendwie, so what, ich bringe alle vier Jahre mein Album raus. Mhm. Und trotzdem verkauft das sich ganz gut. Unsere Reise zusammen durch die Jahre hat uns zu uns gemacht. Das sind alles Leute, die ihre Verdienste haben, die auf ihre Art spannende und nachhaltige Dinge, Musik gemacht haben. Und ich finde, wenn sozusagen ein Künstler sagt, nee, mit dem und dem, ohne Namen zu nennen, möchte ich gar nicht rein, finde ich sehr engstirnig. Und ich hoffe, vielleicht auch durch das Buch, dass man da ein bisschen, sagen wir mal, weniger verspannt ist in Zukunft.